Wir sind hier für den Film. Wir haben alle unser Lieblingsessen mitgebracht und werden eine tolle Zeit haben. Wenn du zu viel Junkfood isst, schadet das nicht nur dir, sondern auch den anderen. Big Jacks Knopf lässt sich nicht sehen. Warum ich? Ich kann so nicht leben. Schluss damit. Oh, Big Jack ist so tollpatschig. Kein Essen mehr in meinem Kino. All diese Regelbrecher haben mein inneres Biest entfesselt. Jetzt kann ich nicht gezähmt werden. Es sind alle möglichen Leute im Kino. Dieser Clown hat Jackson erschreckt, der das Squid Game schon hinter sich hat. Und er versucht mich zu täuschen, obwohl ich der klügste Wächter der Zeiten bin. Okay, Marshmallow Man, du hast es. Du hast deine Süßigkeiten reingeschmuggelt. Während sich alle an einen Film ansahen, hat Jackson Stöcke aus Marshmallow gemacht. Ja, esst auf. Ich erinnere mich an eure Gesichter und ich falle nicht nochmal drauf rein. Jackson und Nick gingen in den Food Court. Oh, ihr wollt Junkfood? Ich hab was. Keine Rückerstattung. Wie schmeckt dir Pizza? Wir verkaufen nur noch gesundes Essen. Wir haben Gleichstand. Lass uns den Sieg mit Pommes feiern. Ich halte meine Augen offen. Niemand schleicht sich an mir mit Essen vorbei. Ich scanne jeden, der reinkommt. Nick und Jackson sind deprimiert. Aber sie fühlen wohl wieder nichts Gutes im Schilde. Sie haben keine Chance. Ich werde heute keinen Fehler machen. Jackson übt sein Kung Fu an einer Packung Chips. Was haben sie dir angetan, Mann? Durch die Schläge wurden die Chips zu Krümeln. Der Film fängt gleich an und Nick und Jackson haben es eilig. Wartet, Jungs, lasst mich nachsehen. Was hast du in der Tasche? Trockenshampoo? Okay. Na gut, es ist eindeutig. Währenddessen verwandeln Jackson und Nick das Trockenshampoo in Chips. Hey, Magie ist in dem Theater auch nicht erlaubt. Die Zuschauer sind alle allergisch. Nicht gut. Mein Kino ist immer voller Leute. Passt du gut auf? Hast du bemerkt, dass sich was verändert? Finde 10 Unterschiede und kommentiere sie unten. Los geht's! Schau genau hin! Multitasking ist mein zweiter Vorname. Manche Leute denken, ich sei zu streng, aber das gehört zu meinem Job. Niemand kann mir Essen unterjubeln. Aber um ehrlich zu sein, ich liebe Süßigkeiten und manchmal esse ich sogar auch ein kleines Stück bei der Arbeit. Sag es nicht! Nick führt wieder was im Schilde. Er versucht, Jackson zu überreden, Kaugummi reinzuschmuggeln. Versteck ihn einfach in den Hosenträgern. Wow, es klappt! Aber Jackson hat seine Chupa Chups nicht versteckt. Er glaubt, ich würde es nicht merken. Oh. Ich lasse ihn nicht durch. Aber Nick hat sich sein Kaugummi reingeschmuggelt und mit anderen geteilt. Ich schreibe es auf, okay? Es braucht viel Kreativität zum Reinschmuggeln. Nick hat einen Unsichtbarkeitstrank. Aber funktioniert der?
Nein, natürlich nicht. Jackson spielt nur einen Streich. Nick denkt, niemand kann ihn sehen. Also spielt er sich auf. Ich habe nicht sofort verstanden, was los war. Aber am Ende wünschte sich Nick, er wäre wirklich unsichtbar. Es gibt eine neue Mitarbeiterin am Popcorn-Stand. Sie ist seltsam, aber gut im Job. Sie ist innerhalb von Minuten ausverkauft. Nick und Jackson wollen Popcorn. Und sie gibt ihnen alles, was sie wollen. Alles lief super, bis Nick auftauchte. Er hat ein Outfit aus Essen gemacht. Alle sind sehr beeindruckt. Aber ich bin hier, um den Ganzen ein Ende zu setzen. Wusstest du, dass ich schon meine ganze Armee von Deceptions aufgehalten habe? Nick zu besiegen ist also ein Kinderspiel. Er dreht sich und das Essen spritzt überall hin. Das wird ihm eine Lehre sein. Hey du, ja du, komm mal her. Willst du ein Spiel spielen? Unter welchem Becher ist der Bonbon? Kommentier die Antwort unten. In der Zwischenzeit sind alle Zuschauer am Verhungern und die Mägen knurren laut. Aber es gibt nichts zu essen. Der mysteriöse Fremde bietet den Jungen was zu essen an. Nick und Jackson sind so hungrig, dass sie zu allem Ja sagen würden. Sie haben es gekauft. Der Fremde ist ich. Auf frischer Tat ertappt. Ha! Ich kontrolliere jeden hier. Du kannst dir nicht mal Kaugummi in den Mund stecken. Ich bemerke alles. Nicht mal eine Fliege kommt ohne Ticket rein. Ich sehe und höre alles. Aber jemand hat eine riesige Menge Popcorn in mein Kino teleportiert. Und alle Zuschauer haben es gegessen. Während Jackson ein Profilfoto aussuchte, hatte Nick eine tolle Idee. Er hat eine verrückte Idee, um in mein Kino zu kommen. Er schaffte es zwar nicht, aber er hatte Spaß dabei, durch den Raum zu fliegen. Während ich nicht bei der Arbeit war, haben Nick und Jackson den Vorteil genutzt und was reingeschmuggelt. Aber ich erlaube nicht mal Essen auf der Leinwand. Die hungrigen Spieler würden alles tun, um zu essen. Wenn ich rauskomme, bestrafe ich jeden, der die Regeln gebrochen hat. Kein Essen bedeutet kein Essen. Nebenbei gesagt, ich wurde für einen Oscar nominiert dafür, aber ich habe abgelehnt. Diese junge Mutter geht zum ersten Mal mit ihrem Baby ins Kino. Ich vertraue ihr, also habe ich sie nicht kontrolliert. Ehrensache. Aber ich bringe alle anderen dazu, ihr Essen sofort wegzuwerfen. Nick und Jackson wissen das. Also haben sie beschlossen, was Neues zu probieren. Jackson hat Nick adoptiert, aber Babys dürfen nichts Süßes haben. Ich muss dir zwei oder drei Dinge beibringen. Mittagspause ist meine Lieblingszeit. Los geht's! Das neue Mädchen kann jetzt mal bewachen. Sie ist großartig darin, aber wenn du willst, dass es richtig gemacht wird, mach es selbst. Sie sind ins Theater gekommen und das neue Mädchen hat sogar ein Marshmallow für Nick erhitzt.
Während Nick vor seiner neuen Freundin angibt, genießt Jackson ein großes Stück Kaugummi. Das ist beeindruckend. Es ist Erdbeere, mein Lieblingsgeschmack. Er wird ihn zerkleinern. Wow, er ist so stark. Und so landeten sie im Kino mit Snacks. Und zwar genug für alle. Die Jungs mögen das Cafeteria-Essen nicht. Nick entdeckte seinen Astronautenfreund und fand Weltraumsnacks. Zuerst müssen sie sich vor dem Mädchen beweisen. Weltraumsnacks sind super. Das haben sie noch nie probiert. Und der Astronaut hat das Geld benutzt, um Pizza zu kaufen. Nick hat eine weitere tolle Idee mit seinem Kaugummi. Diesmal verkleidet er sich als Mumie. Aber dafür hat er nicht genug Kaugummi, also muss er sich mit dem Gipsabdruck begnügen. Ich bin sehr sentimental, also habe ich ihm geglaubt und sie gewähren lassen, aber der Trick funktioniert nicht. Sobald sie dachten, sie hätten mich um meinen Finger gewickelt, habe ich ihnen gezeigt, wer der Boss ist. Ich habe noch nie so viel Kaugummi gekaut. Ich kann nicht mehr. Ich liebe es, einen leckeren Snack zu essen, aber ich bin immer noch gut im Job. Ich behalte alles im Auge. Ich muss wieder an die Arbeit. Ups, ich habe übertrieben. Arbeite hart, feier hart und esse viel. Hast du die beiden Rätsel aus dem Video gelöst? Kommentier deine Antwort unten. Die Wachen schalten sich aus, also lass uns sehen, was der Typ kann. Er ist kalt, berechnend und rücksichtslos. Was passiert jetzt? Blitze! Donner! Sieht aus, als hätte Thor gute Laune. Na klar, er hat einen Plan. Aber er muss wegen seiner Fans aufpassen. Lieferung? Okay, gut. Für meine Fans würde ich alles tun. Wolverine bevorzugt männliches Essen, Würstchen. Bei solchen Waffen wird man unvorsichtig. Der Held geht ganz leicht vorbei. Aber eine Katze überlisten ist nicht einfach. Ein bisschen Hilfe von einem alten Freund. Geschafft. Viel Spaß. Dieses Paar hat definitiv etwas vor. Der König und die Königin des Verbrechens. Das ist eklig. Mach schon, schnell. Hey, grüß deine Königin. Was für eine Art, sich zu zeigen. Oh, bravo. Erstaunlich und köstlich. Oh, ich hab nichts. Du hast den Film, Baby. Captain America nähert sich dem Wachmann sehr schüchtern, seltsam. Irgendwie untypisch.
Er muss sich untersuchen lassen. In der Aktentasche hat er sein Schild natürlich. Ein Fächer. Oh nein. Ja, unterschreib hier und hier. Beeilung. Wow, Superhelden bekommen keinen freien Tag. Nun, wenn der Film gut ist, ist das Popcorn auch gut. Hier, Kätzchen. Sieh dir die süßen Ohren an. Selbst so ein strenger Wächter hat keine Chance. Sie kann rein. Der Wachmann hat keine Ahnung, was das bedeutet. Es ist Zeit für ein Thunfisch-Sandwich. Uff, dieser Geruch könnte sogar Wolverine umhauen. Wow, der Gast sieht komisch aus. So anmutig. Aber sie hätte die Süßigkeiten verstecken sollen. Sie ist gegangen? Sie hat mir nicht die Nummer gegeben. Okay, nächster. Warum brauchen unsichtbare Leute Kleidung? Wenn du überhaupt was tust, ohne erwischt zu werden, versuch es mit der Spinnenlieferung. Der Wachmann ist ganz vertieft. Los, Spidey! Hä? Was für ein Geräusch? Ach, bestimmt nichts. Hier ist mein kleiner Helfer. Hey, kannst du mal halten? Was machen die da? Für einen Cheeseburger ist das gar nicht mal so unheimlich. Hey Kumpel, willst du? Danke dir. Es sieht so aus, als wäre Wonder Woman selbst ins Kino gekommen. Hey Mann, versperr mir nicht die Sicht. Das ist eine Amazone. Ich liebe das Outfit. Du kannst weitergehen. Überspring die Schlange. Es scheint, als würde sie dem Wachmann den Kopf verdrehen. Ihr Rock ist ein neuer Amazonas-Trend. Mode ist anscheinend lecker. Ich rieche Essen. Sehr nach. Fast. Ein Sandwich. Sieht gut aus, sorry. Ich schätze, du wirst dir den Film zu Hause ansehen. Catwoman nutzt die Situation aus und schleicht vorbei, ohne dass es jemand merkt. Und Supermans Schwäche ist Pizza. Er hat sogar welche für Freunde unterm Umhang. Ein strebehaftes Mädchen an einer Schule für Sportler? Klick auf den Link bei Troom Troom Trick.